Ja, was bringt das unter didaktischen Gesichtspunkten? Also zum einen kann klar festgehalten werden, dass die Kommunikation unter den Studierenden gefördert wurde und im Sinne auch des Modelllernens voneinander profitiert wurde. Ich denke wirklich, dass die Qualität der Kommunikation und die Interaktion sich verbessert hat und sich das auch im Seminar eigentlich gezeigt hat, in Diskussionen. Ich denke auch, dass das Wir-Gefühl gestärkt wurde. Wir sind ein Team und können voneinander profitieren. Peer-Feedback kann eine gezielte und schnelle und in Anführungszeichen gesichtsschonende Rückmeldung ermöglichen. Und die Verantwortung des Textes bleibt ja bei den Autorinnen und Autoren und die Rückmeldungen geben eigentlich nur einen Leseeindruck wieder. Eine Textkorrektur erfolgt nicht, das erachte ich als gesichtsschonend. Es geht hier also nicht um richtig oder falsch, sondern um Lesarten von anderen Studierenden. Das Modul ist ja Schweizerisches Sozialwesen. Bei den Themen, die die Studierenden bearbeiten, handelt es sich um Themen, die den Studierenden sehr nahe sind. Es geht um aktuelle politische Themen. Nun wird aber neu ein anderer Zugang gewählt, ein wissenschaftlich korrekter Zugang. Das wissenschaftliche Arbeiten und Schreiben wird also in einem Modul geübt, das von den Themen her prädestiniert wäre, emotional und zu wenig sachlich zu argumentieren. Und das ist für die Studierenden eigentlich auch häufig eine Überforderung. Es ist sehr schwierig, aber sie können hier mal zwanglos dieses erste Arbeiten, dieses erste wissenschaftliche Denken üben. Das ist der erste Punkt. Dazu ist festzuhalten, dass sich die Studierenden zu Beginn des Studiums befinden, im ersten oder im zweiten Semester. Und das geht natürlich über den Lehrplan hinaus, dass das hier schon einmal geübt wird. Aber trotzdem zeigt die Erfahrung, dass das einfach sehr, sehr früh im Curriculum schon angelegt werden muss, damit das im Laufe eines Bachelorstudiengangs wirklich auch so antrainiert wird, dass dann eine Bachelorarbeit geschrieben werden kann. Wir simulieren ja mit diesem Peer-Feedback zum ersten Mal eine Studienarbeitsstruktur, eine wissenschaftliche Arbeitsstruktur und das ist hier einfach ideal, um ein erstes Mal anzuwenden. Weiter kann vielleicht noch die Größe der Gruppe erwähnt werden. In diesem Modul jetzt, in diesem Durchlauf hatten wir 30 Studierende, aber ich habe bis zu 70 Studierende. Und dann ist es ideal, wenn gegenseitig, wenn dieses Peer-Feedback so stattfindet und nicht alles über den Dozierenden selbst laufen muss. Ja, also Lernen heißt ja wirklich, sich aktiv mit Lerninhalten auseinandersetzen, erkunden, beobachten, analysieren, reflektieren. Erproben, entscheiden, handeln, beurteilen. Peer-Feedback ist demnach für mich ein Beitrag vom Fakten- zum prozessorientierten Lernen und vom Kenntnis- zum erkenntnisorientierten Lernen. Die Studierenden übernehmen ja die Verantwortung, hier sind wir bei der Selbstverantwortung, die ich bereits erwähnt habe, für die Gestaltung ihrer Lernprozesse und sogar die Verantwortung auch für Lernprozesse von Kolleginnen und sie übernehmen das in zunehmendem Maße selbst. Das Peer-Review oder das Peer-Feedback verstärkt meines Erachtens diese Prozesse optimal. Die Unterstützung des Lehrens und des Lernens mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologien, also das E-Learning, wird nun zum ersten Mal zu einer Selbstverständlichkeit. Und ich denke, das bewährt sich dann wirklich im Laufe des Studiums. Der Aufwand ist natürlich angesichts der Größe der Gruppe, ist die Vorarbeiten sind relativ aufwendig zu Beginn. Ich denke, dass ich jetzt stark profitieren werde. Einerseits wurde ich auch optimal unterstützt bei diesem Einrichten. Ich denke, dass ich jetzt einfach selbstständig geworden bin, das durchzuführen. Also der Aufwand war zu Beginn sehr groß, aber angesichts oder im Vergleich zu Leistungsnachweisen, die ich in anderen Modulen verwende, also dieses Peer-Feedback wurde als Leistungsnachweis eingesetzt, ist der Aufwand viel, viel kleiner, weil eben nicht die ganze Verantwortung beim Dozenten liegt, sondern abgegeben wird an die Studierenden. Und ich denke, das deckt sich eigentlich mit meiner Haltung, wie ich zum Lehren und Lernen eigentlich stehe. Die elektronische Version eignet sich aus meiner Sicht hervorragend, weil natürlich eine Zuweisung über das System von Arbeiten an die Studierenden möglich wird und es ermöglicht eine aus meiner Sicht optimale Anonymisierung, sodass eigentlich nicht offensichtlich ist, wer welche Arbeiten kommentiert oder wer wem ein Feedback gibt.
teilweise wurde das erfasst von einem Fragebogen. Die Rückmeldung war ja mehrheitlich positiv. Vielleicht ergänzend dazu kann ich sagen, dass sobald technische Probleme behoben sind, dass das für die Studierenden ein positives Erlebnis wäre. Es ist ja der zweite Durchlauf jetzt. Ich habe Rückmeldungen jetzt noch bekommen in der Studienbegleitung vom ersten Durchlauf, dass sie also in der Retrospektive eigentlich erst den Nutzen wirklich für sich sehen, also ein halbes Jahr oder ein Semester später, dann sagen, doch, diese Struktur kenne ich doch, habe ich schon einmal so gearbeitet, und dann profitieren beim Schreiben, beim wissenschaftlichen Schreiben einer Studienarbeit.